Juni 2015 war es endlich soweit. Es ging in den Sommerurlaub nach Gran Canaria. Wie es bei Katrin und mir üblich ist, brauchen wir zur Erholung nicht nur Ruhe, Strand und Sonne, sondern auch das Angeln durfte natürlich nicht zu kurz kommen. Gran Canaria bietet den Touristen eine Vielzahl an Angelmöglichkeiten. Rockfishing, Big Game, Little Big Game Fishing und natürlich das Fischen auf Schwarzbarsch in den zahlreichen Stauseen dieser wunderschönen Insel. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen das Fischen in den Stauseen, die hier Embalse genannt werden, einmal vorstellen. Damit Sie gleich aus erster Hand erfahren, worauf es beim Schwarzbarschfischen auf Gran Canaria ankommt, hatten wir uns mit Amaris Cafar, einem Angelguide der Region, getroffen. Wir sind jetzt an einem der zahlreichen Stauseen von Gran Canaria angekommen und wollen es jetzt einmal auf die Räuber in diesem Stausee, an dem wir jetzt gerade hier sind, mal probieren. Wir haben Unterstützung bekommen, der professionelle Angelguide hier von Gran Canaria, Aramis, ist heute mit uns unterwegs und möchte uns ein bisschen was zu der Angelei und auch zu den Gewässern, die wir heute befischen und auch die es hier auch zu befischen gibt, erzählen. Aramis, war ganz verwundert, du sprichst wunderbar Deutsch. Wie kommt das eigentlich? Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ich Deutscher bin. Ich bin vor knapp 5 Jahren auf diese Insel ausgewandert. Und anglerisch war für mich natürlich auch besonders interessant das Fischen auf Schwarzbarsche in den vielen Stauseen. Sag mal, Aramis, wie bist du eigentlich zum Angeln gekommen und wie lange angelst du hier auf Gran Canaria schon? Ja, ich habe in Deutschland schon als kleiner Bub geangelt, also mit 10 Jahren habe ich angefangen. Und da war es natürlich, dass ich eben auch auf der Insel weiter angle. Und mein Ziel waren eben die Stauseen erstmal mit den vielen Schwarzbarschen. Du bist ja an der Küste hier auf Gran Canaria anglerisch unterwegs und auch hier in den Stauseen. Heute wollen wir uns mal nur mit den Stauseen befassen. Was für Fische sind denn hier überhaupt so zu erwarten? Neben den Klassikern auf Gran Canaria im Süßwasser, also den Schwarzbarschen und den Karpfen, haben wir in den meisten Seen die Sonnenbarsche, englisch Pumpkin Seed. In den wärmeren Stauseen die Tilapias, die man auf Deutsch Mosambik Buntbarsche nennt. Und in vielen Stauseen haben wir auch Aquarienbesatz, das heißt große Goldfische, Pfauenaugenbuntbarsche und in diesem See zum Beispiel Zwergwelse, sodass sich anglerisch ein breites Spektrum ergibt. Gibt es da besondere saisonale Zeiten, wo das Angeln besonders attraktiv ist oder ist es das ganze Jahr über möglich? Wie ist das denn hier so? Vom Prinzip her ist es generell das ganze Jahr über möglich, Schwarzbarsche und Karpfen zu fangen. Wer jetzt auch die anderen Fischarten beangeln möchte, wie zum Beispiel Sonnenbarsche oder eben Mosambik-Buntbarsche, der sollte sich die wärmeren Monate aussuchen, ganz einfach, weil auch die Stauseen auf den Kanaren im Winter durchaus je nach Höhenlage nur 10 bis 12 Grad haben und dann beißen diese Fische eben nicht. Bevor wir weitere Informationen über das Fischen an den Stauseen bekommen, wollen wir doch einmal mit dem Angeln beginnen. Natürlich hat der Amaris gleich das Glück, einen Kapitän zu landen, jedoch kam ihm Katrin zuvor und präsentiert uns hier ihren ersten Schwarzbarsch, den sie auf einen 12 Gramm Spinner landen konnte. Ja, schön auf dem Spinner eingestiegen. Mein erster Schwarzbarsch. Wir hatten uns im Vorwege ja auch schon unterhalten gehabt und du als Angelguide bietest ja auch dem Gast, wenn er jetzt hier nach Gran Canaria kommt, auch an, dass du ihm vorher die Angellizenzen besorgst, ne, was, wie wir auch selber sehen konnten und auch die Erfahrung gemacht haben, nicht gerade sehr einfach ist. Wie ist es denn mit Equipment? Also bietest du auch Leih-Equipment an, dass der Urlauber auch, sag ich mal, nur mit seinem ganz normalen Gepäck anreisen kann oder bringen die Gäste, die zu dir kommen, auch ihr eigenes Equipment mit? In der Regel ist es so, dass die meisten Gäste ihr Angel-Equipment selber mitbringen. Ich kann aber auch speziell für das Schwarzbarschangeln die Rute, Rolle und eben Köder zur Verfügung stellen. Für das Meeresspinnenfischen hingegen, was ich auch anbiete, ist es im Moment noch erforderlich, dass die Angler ihr Equipment komplett selber mitbringen.
Für den Urlauber, der jetzt hier mit eigenem Equipment anreist, was würdest du denen empfehlen? Hast du da Erfahrungswerte gesammelt in der Vergangenheit? Ja, ganz klar. Was mir aufgefallen ist, die meisten Angelgäste kommen mit zu leichtem, für meinen Geschmack zu leichtem Equipment hier an. Das heißt, sie denken bei Schwarzbarschen mehr oder weniger an die Barsche zu Hause und haben dementsprechend auch eine Barschrute dabei, eine Barschrolle und eben auch entsprechend dünne Schnur. Das ist, wenn man es zumindest hier auf größere Schwarzbarsche abgesehen hat, und 6 Pfünder sind hier keine Seltenheit, viel zu leicht. Da empfehle ich doch lieber Equipment zu nehmen, was so dem leichteren Hechteinsatz dienlich ist. Ja. Was war denn bis jetzt so dein größter Schwarzbarschfang eigentlich in diesen einen von diesen Stauseen? Und mit welchem Köder konntest du ihn überlisten? Ja, mein größter Schwarzbarsch kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe so ein ungefähres Augenmaß inzwischen. Ich habe schon einige gefangen, weil ich mir eine Markierung an meinen Angeln mache, die zwischen 55, vielleicht sogar eben ein paar Zentimeter mehr an Länge hatten und gewogen. Sicherlich auch über 6 Pfund, wahrscheinlich auch 7 Pfund. Allerdings bin ich auf der Suche nach der Mutter aller Schwarzbarsche. Schwarzbarsche sind Fische, die bis zu 20 Pfund, in Europa vielleicht sogar bis zu 12 Pfund zumindest, schwer werden können. Und solche Fische suche ich halt. Und die beangle ich halt hauptsächlich mit Ködern, die man in Deutschland nur zum Hechtfischen einsetzen würde. Also zweiteilige, mehrteilige Swimbaits, große Meerespopper und solche Köder. Du bist der Angelguide hier, ich habe es schon erwähnt. Wie kann man dich buchen und gibt es eine Internetseite? Wie kann man auf dich stoßen, wenn man jetzt Interesse hat, dich mal jetzt auch mal in Anspruch zu nehmen? Ja, am einfachsten nimmt man Kontakt mit mir auf unter der E-Mail-Adresse angel-guide@sonderraum.de. Oder ich bin auch auf Facebook zu finden, da ist meine Page der Raubfischer. Und einfach eine Nachricht schreiben und alles Weitere wird sich dann schon ergeben. So, jetzt bin ich auch richtig heiß geworden, jetzt muss es auch langsam mal losgehen. Ich habe nämlich persönlich noch keinen Schwarzbarsch fangen können in meinem Leben. Habe auch noch kein Gewässer gehabt, wo einer drin war. Jetzt sitze ich genau 1 Meter davor und da vorne, der Turm, sehe ich schon so ein paar Kollegen von den tollen Schwarzbarschen. Die wollen wir jetzt mal beangeln. Sag mal, Aramis, gibt es auch sowas Ähnliches wie Petri Heil irgendwie auf Spanisch oder so? Natürlich gibt es das. Das ist aber ganz einfach nur gesagt Suerte, was heißt Glück. Ich sag dann nochmal für uns dreien, weil Katrin ist auch mit dabei hinter der Kamera. Suerte und auf geht's. Aramis hatte seinen Schwarzbarsch übrigens mit einem mehrteiligen Swimbait bekommen. Jedoch wird er uns gleich noch mehr über seine Top-Köder erzählen. Auch ich hatte nämlich das Vergnügen, meinen ersten Schwarzbarsch mit einem Top-Water-Stickbait zu überlisten. Also das hier so meine Box an Ködern, die man zum Black Bass Fischen haben sollte. Nummer 1 für jeden Einsteiger ist dieser schöne O-Ring hier, den viele für einen O-Ring halten würden. Das ist ein Spinnerbait. Und dazu muss ich sagen, er wird hier eingehängt, weil ich jetzt schon vermehrt Gäste hatte, die eben den Köder spinnermäßig hier oben einhängen wollten. Popper, einen kleinen Popper, das muss nichts Besonderes sein, einfach nur, dass er eben auf der Oberfläche schwimmt und ein bisschen poppt eben. Die Klassiker aus Deutschland, die Gummijigs mit Bleiköpfen, die funktionieren eigentlich nur im Winter gut, wenn die Barsche sehr inaktiv sind. Was ich empfehlen kann, sind solche Suspending Swimbaits bzw. Suspending Gummifische. Die haben einen Schwimmkörper drin und die schweben im Wasser leicht. Und die sind speziell in klaren Gewässern, wenn die Barsche sehr scheu sind, sind das die Bringer überhaupt. Diese Gummiwürmer hier, egal ob mit oder ohne Geschmack, sind auch ein beliebter Schwarzbarschköder. Allerdings fische ich nicht damit, weil es wirklich jede Art, auch kleinste Barsche anzieht. Und die Gefahr des Verangelns, also dass dieses Gummizeug einfach runtergeschluckt wird von den Barschen, ist sehr groß. Crankbaits funktionieren natürlich auch recht gut, allerdings sind die für die Stauseen überhaupt nicht zu empfehlen, da einfach die Hängergefahr viel zu groß ist und ja, das ein unnötig teurer Spaß dann wird. Ich fische sehr gern mit solchen gliedrigen, mehrgliedrigen
Swimbaits, Lipless Swimmern, wie man sie auch immer nennen will, die auch relativ große Barsche überzeugen können, weil die sind etwas wählerischer als die kleinen Barsche. So, jetzt habe ich noch meine Auswahl dabei, die ich verwende. Ich habe es auf Barsche oberhalb von 40 cm Minimum abgesehen, möchte gerne nur noch 50er fangen. Dann nimmt man solche Popper, 13 cm, 50 Gramm, oder den kennen auch viele sicherlich in Deutschland. Salt. Der Salt, genau. Auch wieder dieser Suspending Swimbait mit dem Schwimmkörper drin, also dieser Gummifisch mit dem Schwimmkörper drin. Wirklich der Köder, wenn man in klaren Gewässern hier fischt. Oder eben andere mehrteilige Schwimmköder. Alles aber über 15 cm, wenn man keinen Bock mehr hat auf Schwarzbarsche, 30, 35 cm, sondern wirklich was Größeres, was Ernstes fangen möchte. Dann nimmt man solche Köder in dieser Größe. Kaum sind wir an einem Stausee gewesen, sind wir natürlich schon mit der nächsten. So ist das mit so einem Angelguide, klar. Amaris, das ist natürlich jetzt hier auch ein Stausee. Den sieht man natürlich so gar nicht, wenn man von der Straße her sieht. Ne? Dann muss man echt wissen, dass der hier ist. Ne? Wie sind die Stauseen überhaupt hier entstanden? Warum haben die hier die Stauseen angelegt? Ja, die Stauseen wurden in den 60er Jahren in der Franco-Diktatur angelegt. Einfach deswegen, weil man halt gemerkt hat, dass die kanarischen Sedimente sehr viel Wasser speichern und dann halt über kleine Rinnsale abgeben. Und schließlich hat man dann halt diese Stauseen gebaut. Die ersten Anfang der 60er, die letzten Anfang der 70er. Dann kam halt das nächste Problem, das ich dir schon auch erzählt hatte, die Moskitos. Mhm. Das heißt, den Moskitos haben wir jetzt zu verdanken, dass wir hier wunderschöne Schwarzbarsche fangen können. Okay. Weil man hat letztendlich nur die Schwarzbarsche deshalb eingesetzt, um die Moskitos zu dezimieren. Ah, okay. Die sich in den Stauseen in den Warmen gebildet haben. Hat gut funktioniert, muss ich sagen. Nicht nur mit den Schwarzbarschen, auch mit den Moskitos. Weil ich habe noch keinen Stich bekommen jetzt in 3 Tagen Urlaub. Und naja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen gehen, weil, wie gesagt, man sieht den See hier nicht. Der ist auch da ganz unten, ich habe es eben mal gesehen und jetzt krabbeln wir mal dahin und mal gucken. Da haben wir auch eine Chance auf einen Tilapia, ne? Meinst richtig, du? Auf Mosambik-Buntbarsch auf Deutsch. Genau. Mhm. Deswegen werde ich jetzt mal meine Fliegenroute mitnehmen, Katrin weiter mit der Spinnroute und dann mal gucken, was da ans Band geht. Auf geht's. Die Stauseen sind zumeist schlecht zu erreichen und so muss auch schon einmal geklettert werden. Beim Abstieg kletterten wir zum Teil über lose Granitsteine. Darum empfehlen wir allen Zuschauern unbedingt, festes Schuhwerk dabei zu haben, um ein Verletzungsrisiko zu minimieren. Wir hätten euch gerne einen Mosambik-Buntbarsch präsentiert, nur wollte leider keiner anbeißen. Sowieso war es bereits schon sehr spät geworden. Wir machten die Erfahrung im Laufe unseres Urlaubs, dass die Barsche am besten zwischen 15 Uhr und 19 Uhr bissen. Aber auch an diesem Stausee sollte noch ein ganz ordentlicher Barsch einsteigen, natürlich bei Amaris. Sehen sind die meist etwas blasser gefärbt, nicht so hübsch anzusehen, aber genauso kampfstark auf jeden Fall. Ja, Freunde, das erste Mal auf Schwarzbarsch, die ersten paar Stunden sind vorbei. Aramis, ich sag mal recht schönen Dank, Mensch, das war auch klasse. Zielfisch erreicht, ne, und ja. Du hast auch gleich einen guten gefangen, ne, oder zwei gute sogar, muss man sagen. Hier hat er ja auch noch einen rausgekitzelt, ne? Und ja. Also kann ich nur weiterempfehlen, dufter Typ. Und ja, wir waren echt, wie lange waren wir unterwegs? 4 Stunden? Effektiv fischen eher 3. Ach ja, wir haben ja auch so viel geredet und Filmaufnahmen gemacht. Also ein paar Stunden gefischt, ein paar Schwarzbarsche dabei gewesen. Ich habe meinen ersten gefangen. Ich auch. Und Aramis wahrscheinlich sein 1.000.000. Ne? Aber jetzt erstmal Schluss, Sonne geht weg oder ihr seht es auch, es ist dunkel.
Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Bis bald auf Gran Canaria.